Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, der große Tag ist endlich da. Wir sind unterwegs und zwar sitzen wir im Transporter von meiner Reitbeteiligung, also von Rubis Reitbeteiligung. Die hat mir das nämlich zum Weihnachten geschenkt, dass die heute zusammen mit mir und mit dem Toto den kleinen Q abholt. Und ich bin super gespannt, wie er sich gleich anstellen wird, wie er auf den Transporter gehen wird. Und ich bin tierisch aufgeregt und nervös schon die ganze Woche. Ich habe kaum geschlafen und war 10-mal wach und bin viel zu früh aufgestanden. Und ja, also seid gespannt. Wir nehmen euch natürlich heute auch ein bisschen mit, damit ihr auch mitfiebern könnt und den Tag ein bisschen miterleben könnt. Und ich wünsche euch auf dem Wege viel Spaß bei dem Video. Wenn man das andere Bild der Farbe holen, das Haus. Voilà. Also wie ihr unschwer erkennen könnt, sitzen wir schon wieder im Transporter und was ist da gerade eben passiert? Dieses Pferd ist was innerhalb von 3 Minuten auf dem Transporter gewesen und so brav und nicht rückwärts und es ist so unwirklich gerade, das ist so krass. Ich habe schon auf der Hinfahrt gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, dass ich so denke, dass wir das Pferd holen. Und dann waren wir jetzt gerade mal so ungefähr 10 Minuten da oben am Gestühl, sind angekommen, haben den eingeladen, sind sofort wieder losgefahren.
Und jetzt sind wir auf dem Heimweg tatsächlich. Und hier, ich drehe euch mal. Da seht ihr, ich habe ihn quasi vor meiner Nase und beobachte ihn. Und er steht wie eine Eins. Unglaublich, dieses Pferd. So, wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde zu fahren. Und der Kleine, der hatte vorhin mal so ein paar, kurz bevor wir auf die Autobahn sind, eigentlich so mal zwei, dreimal echt mal gegen die Wand gedonnert. Aber jetzt steht er seit einer Stunde wie eine Eins und frisst sein Heu und guckt aus dem Fenster und rührt sich kein Meter und entspannt total. Habe ich schon mal gesagt, dass ich verliebt in dieses Pferd bin? Und du? Du guckst dir deinen Pass nochmal an. Ich habe gerade meinen Spind zugeteilt bekommen. Guckt euch das mal an. Was soll denn da alles reinpassen? Ist das nicht mal geil? Ja, dann werden wir gleich mal einräumen. Die ersten Stunden im neuen Stall, die sind jetzt schon hinter uns gebracht und er lebt sich echt gut ein. Er hat zwar sich so zweimal meinte er mit seinem Nachbarn da so ein bisschen rumquietschen zu müssen und sich einmal im Futterdruck zu stellen, aber jetzt ist er echt super entspannt und mimmelt sein Heu. Ich habe jetzt gerade den Spind noch eingeräumt, ich zeige euch das mal im Grobdurchschnitt erstmal und ihr seht, ich habe super viel Platz. Da passt noch einiges rein. Ja. Und jetzt werden wir gleich nochmal beim Kleinen vorbeischauen. Und jetzt haben wir auch gleich schon 18 Uhr und werden uns dann bald irgendwann auch nach Hause machen. Und ja, gehen wir jetzt erst nochmal zum Q. Nein, meine Dreadlocks bleiben. Der Anreisetag nähert sich jetzt nun dem Ende zu und der kleine Q, ich glaube, er fühlt sich erstmal ganz wohl. Er ist ziemlich geschlaucht und K.O. auch, glaube ich, vom Transport. Ich werde ihn jetzt langsam fertig machen, werde nochmal gleich eine Runde kuscheln und dann kriegt er noch eine kleine Happen Müsli von mir als Willkommensgeschenk. Und dann geht es auch für uns erstmal ab nach Hause und dann bin ich morgen früh erstmal beim Ruby und dann werde ich zum Kleinen wieder fahren. Und er nüsselt da ganz gediegen das Heu. Und dann werden wir morgen erstmal in Ruhe schauen, wie wir weiter vorgehen, was wir machen. Vielleicht schmeißen wir morgen schon mal in die Halle. We will see.
Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart bei meinem großen, aufregenden Tag. Und ja, sag, dann eigentlich schon mal. Der Q sagt auch schon. Bis zum nächsten Video. Ciao, meine Lieben.